Ja, die Kakteen haben sich versammelt für ein nettes Studiogespräch. Geladen ist nämlich Jochen Könke, Dezernent für Migration und interkulturelle Angelegenheiten. Und Jochen Könke ist in Münster ziemlich bekannt für sein Engagement im Bereich der Migrationsarbeit. Er setzt sich außerordentlich ein für Migranten und Flüchtlinge und vor allem auch für den interkulturellen Dialog. Herr Könke, herzlich willkommen bei uns. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier. Herr Könke, wie sieht Ihre Tätigkeit als Dezernent für Migration und interkulturelle Angelegenheiten eigentlich aus? Naja, ein Dezernent arbeitet an der Nahtstelle zwischen Politik und Verwaltung und Bürgerschaft natürlich. Und Bürgerschaft setzt sich dann zusammen aus allen Bürgerinnen und Bürgern in dieser Stadt, das heißt natürlich auch aus der Menge der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, wie wir in Münster so gerne sagen. Und wenn Sie fragen, wie sieht das aus in der Praxis, dann sind das mehrere Felder, die nebeneinander gearbeitet werden. Einmal bin ich zuständig für die Entwicklung und die Umsetzung eines Migrationsleitbildes in unserer Stadt. Darin haben wir formuliert, wie wir die Stadt in der Zukunft aufstellen wollen, damit alle Menschen mit Migrationsvorgeschichte sich möglichst wohl in dieser Stadt fühlen. Wir entwickeln dabei Konzepte, dass wir Gleichberechtigung auch wirklich erleben und nicht nur auf dem Papier haben, ist vielleicht das Wesentlichste, weil man muss es ja hier bei Ihnen doch ein bisschen kurz halten. Die andere Situation ist aber dann auch die Frage des kommunalen Integrationszentrums. Wir haben dort ein Zentrum gebildet. Das ist hauptsächlich im Bildungsbereich, aber auch im Antirassismusbereich tätig. Hier geht es darum, auch gleichberechtigte Teilhabe, insbesondere an den Schulen, für unsere Schülerinnen und Schüler zu entwickeln. Damit verbunden sind natürlich auch andere Dinge. Ich bin ja an der Nahtstelle auch zur Politik tätig. Das bedeutet, dass ich die Geschäftsführung des Integrationsrates innehabe. In der Praxis muss man überlegen, was auf die Tagesordnung kommt, wie das gemacht wird, in sehr enger Kooperation mit dem Vorsitzenden des Integrationsrates. Und wenn man das jetzt alles so sieht, da kommen natürlich viele kleinere Dinge noch hinzu, für die wir jetzt vielleicht nicht so direkt die Zeit haben und zunächst zum Start nicht. Und nun kandidieren Sie für das Amt des Oberbürgermeisters. Was ist Ihre Motivation dahinter? Naja, letztlich ist meine Motivation eine solidarische Gesellschaft. Ich will das mal so formulieren, viele Schultern tragen leicht. Und ich möchte, dass in unserer Stadt in vielen Bereichen mehr Gerechtigkeit entsteht. Das ist vorrangig sicherlich die Frage von Armut und auch damit verbunden die Frage von Kinderarmut. Es ist aber insbesondere auch die Frage von fairer Bildung. Es geht aber dann weiter bei der Frage des fairen Verteilens von Wohnraum, von bezahlbarem Wohnraum. All diese Dinge, die, ja, ich sag mal, die treiben mich. Und ich bin als Mensch gewohnt, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe in drei großen Städten Verantwortung bislang getragen. Diese Verantwortung oder diese Städte vielleicht noch, das ist Düsseldorf hier in Nordrhein-Westfalen gewesen, das ist dann Chemnitz in Sachsen gewesen, eine damals fast so große Stadt wie Münster und es ist heute Münster. In dieser Stelle würde ich gerne fragen, welche Schwerpunkte legen Sie in Ihren Möglichkeiten Amtszeit als Oberbürgermeister von Münster? Können Sie diese stichpunktartig nennen? Ich habe einige Schwerpunkte mitgenommen aus meinen bisherigen Bereichen. Das heißt, ich war in der Vergangenheit Leiter eines Jugendamtes, ich war Leiter eines Bürgermeisteramtes. Das heißt, ich habe relativ viel aus Verwaltungsleitungssicht auf die Dinge schauen können. Und deswegen, wenn Sie mich jetzt fragen, stichpunktartig zu formulieren, was ich jetzt in Münster meine, was ich entwickeln muss, dann ist vielleicht vor allem das Thema, dass wir eine Mitmachstadt für alle bekommen. Ich halte es für enorm wichtig, dass die Menschen in dieser Stadt aufgefordert werden, mitzumachen, dass wir ihnen aber auch gleichzeitig die Möglichkeiten einräumen, dass sie sich beteiligen können. Der zweite Schwerpunkt liegt schlicht und ergreifend
in der Situation der Entwicklung dieser Stadt. Diese Stadt wird sich ja nunmehr entwickeln in rund 25 Jahren um 50.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Diese Entwicklung birgt enorm viele Chancen in sich. Einmal die Chancen, das, was in der Vergangenheit vielleicht nicht ganz so gut gemacht wurde, nun besser zu machen. Aber mit dieser Entwicklung auch die Stadt gut aufzustellen. Und da ist mein allererstes Ziel, preisgünstigen Wohnraum zu schaffen, aber diesen so zu schaffen, dass wir eine soziale Mischung des Wohnraums haben, dass wir nicht ausschließlich in dem einen Bereich einen preiswerten Wohnraum haben und in einem anderen Bereich den hochpreisigen. Ich möchte auch, dass weiterhin Menschen mit normalen Einkommen auch in der Stadtmitte wohnen können und nicht nur außen. Das nächste Thema ist, ich glaube, wir brauchen flexiblere Öffnungszeiten an unseren Kindertagesstätten. Dazu muss man sich einsetzen, muss man in diese Richtung arbeiten. Haben Sie da konkrete Lösungsansätze, die Sie verfolgen wollen? Naja, zunächst mal geht es ja darum, die Flexibilität zu erhöhen. Da braucht man nicht viel Lösungsansatz. Da benötigt man schlicht und ergreifend ein Konzept, dass die Menschen zu größeren Zeitspannen die Kinder unterbringen können. Ich will Ihnen so mal ein Thema benennen, dass das vielleicht viele Ihrer Hörerinnen und Hörer sonst auch nicht so sofort nachvollziehen können. Wenn Sie eine Polizistin haben, die im Schichtdienst arbeitet, und diese Polizistin muss ihr Kind versorgen in einer Kindertagesstätte, so ist das in einer Standard-Kindertagesstätte heute nicht möglich. Und die Polizistin hat aber mindestens leider in Münster auch noch nicht die Möglichkeit eines Betriebskindergartens, der das übernehmen würde. Tatsächlich wollen wir aber, dass diese Polizistin ihrer Arbeit nachgehen kann. Das heißt, daraus ergibt sich, genauso wie vielleicht für den Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau ja neuerdings auch erfreulicherweise die Möglichkeit, oder daraus ergibt sich zunächst mal die Aufgabe, dass wir für diese Menschen genauso gut sorgen, damit sie weiter ihrer Arbeit nachgehen können, wie die, die im ganz klassischen 8- oder 6-Stunden-System über Tags arbeiten, die natürlich mit den jetzigen Zeiten auskommen. Das vielleicht als ein Hinweis, der für mich wichtig ist. Ich glaube, dass man in diese Richtung gehen muss. Das nächste Thema ist natürlich die Langzeitarbeitslosigkeit. Es kann nicht angehen, dass wir uns damit abfinden, und es kann auch nicht angehen, dass wir weiterhin die 450-Euro-Jobs bei uns haben. Damit meine ich jetzt die Stadtverwaltung. Man braucht die. Für bestimmte Menschen sind diese Jobs auch richtig und gut. Insofern würde ich sie nicht abschaffen, aber ich meine, wir müssen sie reduzieren. Und wir brauchen ein Update an unseren Schulen. Das heißt, ich halte es für eigentlich eine Katastrophe, dass unsere Schülerinnen und Schüler heute mit einer Technik arbeiten, mit der sie später, wenn sie in den Beruf kommen, nicht mehr klarkommen, weil die schon so überaltert ist. Alles das sind Dinge, die ich jetzt sofort sehen würde, was ich natürlich auf der anderen Seite aus meinem eigenen Arbeitsfeld, aber auch aus meinem Blickfeld sehe. Ich hätte ganz gerne unsere Stadt etwas weltoffener und etwas toleranter. Und ich hätte ganz gerne in unserer Stadt eine Willkommenskultur. Und das fängt natürlich an mit dem Oberbürgermeister, der diese Menschen, die in unserer Stadt leben wollen, auch so willkommen heißt, aus Verwaltungssicht, aus Politiksicht, dass sie sich wirklich wohlfühlen und hier bleiben können. Herr Künke, Sie haben es angesprochen. Mangelnder Wohnraum, aber auch wenig Kindertagesstätten, die angepasst sind an Arbeitszeiten. Welche Pläne gibt es, um diese speziellen Probleme zu lösen? Denn Münster wächst kontinuierlich und mehr Menschen bedeuten mehr Familien, mehr benötigter Wohnraum, mehr Kinder. Sie sprechen eigentlich genau das Thema an, was das Zukunftsthema ist. Wir müssen mit der Entwicklung, die wir jetzt zwangsläufig haben werden. Wir werden zwangsläufig an den Achsen, Einfallsachsen der Stadt neu bauen müssen, zumindest wenn wir es gescheit machen wollen. Wir werden zusätzlich Bodenbevorratung benötigen, damit wir preiswerten Wohnraum am Ende produzieren können. Und in diesem Zusammenhang werden wir die entsprechende Menge von Kindertagesstätten und Kindertagesstättenplätzen mit produzieren. Das müssen wir sehen. In einer Zeit, in der wir parallel innerhalb der Stadt, dort, wo es angemessen zulässig ist,
nachverdichten. Ne? Unter Nachverdichtung versteht man sozusagen im Innenstadtbereich zusätzliche Häuser zu bauen, um auch noch mehr Möglichkeit des Wohnens zu schaffen. Und was würden Sie speziell als Oberbürgermeister für die Chancengleichheit der Münsteraner Bürger einführen oder dann auch vielleicht ändern? Naja, da gibt es eine ganze Menge, was noch angesagt ist. Chancengleichheit verstehe ich jetzt nicht mehr nur noch in dem Migrationsbereich, sondern den verstehe ich zum Beispiel auch beim Thema Frauen und Männer. Den verstehe ich aber auch bei Menschen anderer Sexualität bzw. sexueller Ausrichtung. Letztlich muss es für uns darum gehen, die Rahmenbedingungen so zu organisieren, dass für gleiche Arbeit gleiches Geld gezahlt wird. Da ist der große Begriff Equal Pay. Aber es muss auch darum gehen, gleiche Chancen zu entwickeln. Das heißt, gleiche Chancen auf Entwicklung in Leitungspositionen, die im Regelfall ja auch mit besserer Finanzierung verbunden sind. Es muss darum gehen, Rahmenbedingungen zu organisieren, dass man dort überhaupt hinkommen kann. Dann sind wir wieder im Kindertagesstättenbereich. Auch bei der Frage Kinderpflege, der ja häufig sehr stiefmütterlich behandelt wird, aber der ein ganz wesentlicher Punkt ist. Das sind so die Dinge, die ich auf dieser Seite beim Thema Gleichberechtigung sehe. Es gibt aber auch noch andere Dinge. Ich sage jetzt mal Gleichberechtigung im Verkehr. Da sind wir jetzt mehr nicht mehr bei den Menschen. Aber was ist sozusagen mit dem Fahrradfahrer, mit dem Autofahrer und mit wegen mir dem Busfahrer und dann jeweils immer auch der Fahrerin? Was ist bei der Unterschiedlichkeit mit dem Radfahrer oder der Radfahrerin, die 3 Jahre, 5 Jahre, 8 Jahre, 12 Jahre und 30 Jahre ist, die in unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs sind? All das sind Dinge, bei denen ich der Auffassung bin, dass als allererstes 2 Dinge nebeneinander benannt werden müssen. Das allererste ist die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger insgesamt, also Verkehrssicherheit. Und das zweite ist, dass die Verkehrsmöglichkeiten nebeneinander gedacht werden und nicht gegeneinander. Und ich will einfach mal so sagen, der ADFC wird ja häufig gescholten. Ich habe unlängst ein sehr intensives und ein sehr gutes Gespräch gehabt. Und habe durchaus festgestellt, dass diese Gedanken dort auch getragen werden und nicht nur ausschließlich sozusagen der Kampf zwischen den Verkehrsmitteln, sondern auch erkannt wird, dass sie miteinander laufen müssen. Das sind alles Dinge, die da mit hineinspielen werden. Also ich glaube, ich kann jetzt für uns Kakteen nochmal zusammenfassend sagen, Herr Künkel steht im Rahmen seiner Oberbürgermeisterkandidatur ein für eine absolute Mitmachstadt, Interkulturalität, Willkommenskultur. Auf jeden Fall noch viele weitere Ziele, die uns auf jeden Fall im Gespräch überzeugen. Herr Künkel, danke für Ihr Sein und wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass Sie weiter auch tolle Gäste hier haben. Ne?